Willkommen meine laktosenintolerante Zuschauer, mein Name ist Abraham Okult. Auf Netflix ist nun ein Film namens Veronika verfügbar, der auf eine wahre Begebenheit basiert. Es geht um ein junges Mädchen, die von Dämonen heimgesucht wird. Ihre Familie wird auch nicht in Ruhe gelassen. Über paranormale Aktivitäten wird berichtet. Das Gruseligste an der Geschichte ist, dass es der erste Fall ist, wo die Polizei übernatürliche Phänomene bestätigt. Ich einen Zuschauer habe ich wirklich sehr lange nach dem wahren Bericht geforscht. Dieser Text, den ich jetzt durchgebe, stammt aus dem Jahre 1994. Und er wurde natürlich auf Spanisch berichtet. Es ist der wahre Hintergrund von Estefania und ihrer Familie. Aber bevor wir anfangen, ich möchte von euch wissen, wer alles schon den Film gesehen hat. Schreibt mir eure Antwort in die Kommentarliste. Denkt dran, falls euch das Video gefällt, könnt ihr mir gerne eine Bewertung hinterlassen. Für jeden Neuankömmling steht ein Abonnier-Button bereit. Wir fangen an. Alles begann im März 1990, als Estefania Gutierrez Lazaro 18 Jahre alt wurde. Auf einer katholischen Schule hatte sie ihren größten Fehler begangen. Mit zwei Freundinnen wurde das verbotene Ogier-Spiel praktiziert. Eine von ihnen war entschlossen, sich mit einem Freund zu verbinden, der bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Es ist dabei ein seltsamer Vorfall geschehen. Als die Schwester sie beim Spielen überrascht hatte, brachte das Brett der Ogier durch. Ohne Grund zerbrach das Glas in 1000 Stücke. Weißer Rauch kam aus der Mitte der drei Mädchen. Blut spritzte aus der Nase von Estefania Gutierrez. Seitdem begannen bei Estefania einige rätselhafte Krämpfe und veränderte Bewusstseinszustände, in denen sie bestätigte, dass sie Gestalten um sich herum sah, die sie bei ihren Namen riefen. Diese Figuren waren eine Gruppe von großen, ausgehungerten, dünnen Menschen, die Hände schüttelten, sie riefen und sagten, komm, komm zu uns. Es gab Situationen, wo ihr Körper von übermenschlicher Stärke besessen schien, in der sie wütend gegen ihren eigenen Bruder und andere wütete, in denen sie mit der heiseren Stimme eines Mannes sprach, von einer mächtigen Kraft. 6 Monate lang besuchte Estefania verschiedene Gesundheitszentren und kein Arzt konnte bestätigen, an welcher Krankheit sie litt. Leider kam sie am 14. August 1991. Einem tiefen Koma ins Krankenhaus und starb unter merkwürdigen Umständen. Laut der Ärzte Pedro Cabez und Georgia Arroyo war sie plötzlich gestorben, ohne Begründung. Von da an begannen im Haus von Estefania die paranormalen Phänomene. Die Türen der Schränke und Räume wurden gewaltsam geöffnet und geschlossen, die elektrischen Geräte wurden ein- und ausgeschaltet. Einzelne und kleine dekorative Objekte wie Bilder und Fotografien schienen lebendig zu werden. Die Virulenz der Phänomene nahm zu. Schatten und ätherische Gestalten begannen die Familie Gutierrez Lazaro zu belästigen. Eines Nachts, während Lazaro auf dem Bett lag, fühlte sie, dass etwas sie paralysierte und berührte. Zuerst scheinte sie die Hand ihrer Tochter Estefania zu fühlen. Das Gefühl war unbehaglich, grauenhafte Erinnerungen plagten sie ab dem Zeitpunkt. Die Situation wurde so verzweifelt, dass sie sogar Bewegungsalarm in verschiedenen Räumen des Hauses installierte. Eine der Gestalten wurde im Flur gestellt. In der Nacht ertönte der Alarm. Die Familie rannte in den Korridor, aber da war nichts. In einem der Räume, in dem zwei Schwestern von Estefania schliefen, hörten sie ein seltsames Geräusch, das sie weckte und die Vision einer Figur eines schwarzen Schatten zeigte, die nach und nach um den ganzen Boden kriechte. Die Aggressivität der Phänomene erreichte einen solchen Punkt, dass eine von Estefanias Fotografien grundlos brannte und den Rahmen des Glases, das sie enthielt, unberührt ließ. Die Fotografie hatte Estefanias Mutter auf einem Marmorheizkörper stehen gelassen. Als sie merkt, dass das Bild ihrer Tochter fehlt, schaute sie auf den Boden und dort findet sie das Gesicht ihrer Tochter. Als sie es aufhebte und umherdrehte, staunte sie, dass das Foto ihrer Tochter halb verbrannt war und doch der Rahmen nicht beschädigt wurde. Morgen des 27. November 1992 erhielt der Kommissar von Vallecas Moldaras einen überraschenden Anruf. Der Luis-Marin-Straße Nummer 8 fand eine Reihe paranormalen Phänomene statt. Nach der Aussage der Kinder kreisten die Bilder und Kruzifixe des Hauses und in der Mitte des Korridors umher. Zahllose Gestalten, die dort standen und auf sie warteten. Dorthin wurde 2 Streifenwagen der Nationalpolizei und Chief Inspector Jose Negri hingeschickt. Es
war 2.30 Uhr nachts und der Inspektor traf die Gutierrez-Lazaro-Familie auf der Straße, trotz der Kälte, die in der Novembernacht herrschte. Während einer der Polizisten im Speisesaal neben der Lazaro-Familie stand, betretete der Inspektor Jose Negri den Raum von Estefania. Anscheinend hatte etwas den Christus aus dem hölzernen Kreuz gerissen, an dem es angebracht war. Das Zimmer hatte Zugang zu einer Terrasse und während er das Zimmer überprüfte, hörte er einen lauten Knall auf der Terrasse, doch nichts und niemand war zu finden. Auf der anderen Seite konnte er sehen, dass auf den Tischdecken ein brauner Fleck als Speichel zu erkennen war. Das Badezimmer wird auch von Inspektor Negri als Zentrum aller Phänomene eingestuft. Als Josef Negri eintritt, fühlte er, wie seine Haare zu Berge standen und wie eine eiskalte Kälte ihn erreicht. Laut seinen eigenen Worten war es so kalt, wie er es noch nie zuvor gespürt habe. Zusammenfassung dessen, was sich am Morgengrauen in dieser Adresse abspielte, spiegelt sich alles in einem offiziellen Bericht wider, was in die Geschichte der paranormalen Aktivitäten Spaniens eingegangen ist. Lazaro Gutierrez Familie verkaufte die Wohnung und fand schließlich den lang erwarteten Frieden in einem neuen Zuhause. Die Mieter der alten Wohnung von Estefania haben nie wieder etwas Merkwürdiges darin bemerkt. Ich hoffe, euch hat diese verstörende Tatsache gefallen. Ruhe in Frieden, Estefania. Und eine kleine Warnung an euch. Benutzt die OG nur mit Bedacht. Das war's, euer Abraum Okkult.